Die nächste Prämisse oder der nächste Kritikpunkt am Luhmann-Rofti-Effekt ist, wir haben die Prämisse gesetzt, konstante Wiederbeschaffungspreise. Wir sind von 4.000 Euro ausgegangen und unterstellen, dass wenn wir die Kapazitätserweiterung vornehmen, wieder 4.000 Euro brauchen. Konstante Wiederbeschaffungspreise. Wenn die Maschinen jetzt im Preis steigen, wird der Luhmann-Rofti-Effekt eingeschränkt. Wenn die Maschinen in der Anschaffung, im Anschaffungspreis sinken, wird er eventuell sogar noch erweitert. Sehen Sie das? Wenn die Maschinen jetzt nur noch, ich gehe jetzt ins Extrem, nur noch die Hälfte kosten, kann ich nicht nur eine Maschine mehr kaufen, sondern zwei. Es gibt manchmal so verrückte Sachen. Ja, Preisverfall durch erhebliche technische Innovation, kann ich mir für das Geld zwei Maschinen kaufen. Also steigen, verkleinern zu stellen. Genau. Wenn die Preise steigen, dann ist der Effekt geringer. Wenn die Preise sinken, ist der Effekt eventuell höher. Zumindest theoretisch.